Na huch, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Enderal. Endlich mal wieder eine Folge. Letzte Woche kam leider nur eine, weil da gab es arge Zeitknappheit. Zeitnot gab es. Ich war einmal bis recht spät arbeiten. Und weil ich zu Hause war, hier im Haushalt einiges erledigen und Vorbereitungen treffen für die RPC. Das führt sich jetzt diese Woche noch ein bisschen fort. Aber ich versuche gerade meinen Tisch ein bisschen zu verschieben. Wir hatten gestern eine Online-Runde, da muss ich meinen Computer runterschaffen. Den habe ich erst wieder hochgeschafft. Jetzt steht der Tisch noch ein bisschen schief. RPC ist ja in ein paar Tagen. Heute haben wir Montag und am Samstag geht es los, dann um 3 Uhr morgens. Ich bin gespannt. Wird sehr lustig. Wir haben uns jetzt Hemden drucken lassen, also bedrucken lassen. Mit unserem Logo drauf. Hinten steht Mad Monkey Squad, sodass man auch gleich erkennt, wer wir sind. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schön auf der RPC. Ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich schon drauf. So, aber wir müssen jetzt hier erstmal mit Jesper sprechen. Hallöchen. Peter, schön dich zu sehen. Na, wollen wir es angehen? Der Großmeister meinte, heute Abend sollte Scharim etwas vorzuweisen haben. Die folgende Entscheidung leitet Ereignisse ein, die zum Ende des Spiels führen. Falls ihr noch etwas in der Spielwelt zu erledigen habt, solltet ihr dies davor tun. Ich hatte gespeichert, jetzt da hinten drin, das heißt, ich bin bereit. Gehen wir ins Emporium. Na schön, dann lass uns noch bis Einbruch der Dunkelheit warten. Er wird uns sicher gleich zu sich rufen. Ich bin so aufgeregt. Na dann, geh vor. So viele Folgen, so viele Stunden in diesem Spiel und jetzt kommen wir dem Finale immer näher. Ich bin echt gespannt, wenn sich dann alles aufklärt. Wen werden wir verlieren? Wen nicht? Können wir die Welt retten? Muss die Welt gerettet werden? Wer ist die verschleierte Frau? So viele Fragen, die noch da sind. Eigentlich. Ich habe gerade überlegt, hier noch Punkte auszugeben, das bringt uns ja nichts. Handwerk brauchen wir eigentlich auch nichts mehr ausgeben, aber was ich jetzt noch schnell machen möchte. Nicht schlecht. Ich teleportiere mich, also das merkst du ja nicht mal. Ich bin ganz kurz in meinem Kopf, in meinem Gedankenpalast. In einen Erinnerungspunkt würde ich gerne noch ausgeben. Und ich glaube am besten hier. Gab es hier irgendwas, was ich noch nicht freigeschalten habe? Weil ich glaube nicht, dass wir hier noch Meisterdieb brauchen. Und Auge des Sturms haben wir ja auch voll. Deshalb würde ich mich jetzt im Schwertkampf noch einmal verbessern. Aber ich glaube, hier haben wir schon alle Stufen, die wir brauchen. Okay. Haben wir echt hier schon alles gekauft? Auch wenn ich so an den Anfang denke. Wir haben hier 3 voll, hier fast 1 voll. Das hat schon was. Ein mächtiger Angriff mit einer Einhandwaffe aus dem Rückwärtslauf heraus hat eine 25%ige Chance, das Ziel zu lähmen. Gekauft. Damit sind wir jetzt Meister mit der Klinge, Meisterschleicher, Meistergauner und ganz gut hier auch noch im Giftmischer. Gibt's. Haben wir jetzt irgendwie eine andere Bezeichnung noch? Nee, wir sind eine Assassine. Cool. Cool, cool, cool. Ich bin gespannt, wie gut das jetzt auch funktioniert. So oft laufen wir gar nicht rückwärts, aber gegen einen Bossgegner, der nicht allzu schnell tot geht, könnte es praktisch werden. Kurz rückwärts laufen und ihn dann vielleicht lähmen. Prophet, es gibt gute Nachrichten. Die Erzmagister haben die Karte der Sternlinge entziffern können. Und wir wissen jetzt, wo die Stadt der 1000 Fluten ist. Und wo? Das wollte uns Scharim gerade erklären. Wir haben noch auf euch gewartet. Scharim? Was? Natürlich. Ihr wisst ja bereits, dass Vin zu Zeiten der Pyrrhäe ein einziges verbundenes Land war. Das erst in unserer Ära durch den Sternenfall nach Asatorons Wahn geteilt wurde. Dieses Land hieß Pangora.
Und die Pyreer beherrschten es von dem Fleck, den wir heute als Kile kennen, bis hierher nach Enderal. Kurz gesagt, es war ein Weltreich. Bislang dachten wir immer, dass sich die Stadt der Tausend Fluten irgendwo im Zentrum Pangoras befand. Wir lagen falsch. Die geheiligte Stadt liegt hier, in Enderal. Hier? Hier, unter unseren Füßen, um genau zu sein. Unter Ark? Ja. Wir wissen nicht, ob es Zufall war, dass die ersten Pioniere ausgerechnet hier das Fundament gelegt haben, aber den Königsberg hat es schon damals gegeben. Und genau hier stand einst die Hauptstadt der Pyreer. Nur, dass sie jetzt verschüttet ist. Daher auch all die pyreischen Ruinen in der Unterstadt. Schade, ich dachte, die Stadt am Rand, wo wir waren, hier mit den ganzen Sonnentypen oder wie die hießen, Sonnenanbeter, keine Ahnung, da wäre diese Stadt. Weil die Gegner auch so schwer waren und so viele. Ja, da werden wir eines Tages, glaube ich, nochmal hingehen. Aber wenn das stimmt, wie kann es sein, dass sie all die Jahrhunderte über unentdeckt geblieben ist? Es gab doch Expeditionen in die Unterstadt. Kaum. Archäologie war nie eine große Priorität des Ordens. Und selbst wenn ein Geldgeber die Mittel für eine solche Expedition hätte stellen wollen, hätten ihn die Gefahren der Unterstadt abgeschreckt. Die Ralata spielt nach ihren eigenen Regeln. Aber im Grunde ist das nun egal. Was zählt ist, dass die Stadt der Tausend Fluten unmittelbar unter unseren Füßen liegt. Und wie sollen wir dort hinabkommen? Wenn die Stadt verschüttet ist, würde sie freizulegen Jahrzehnte dauern. Stimmt, aber es könnte einen anderen Weg geben. Kennt ihr diese Sage vom Schwarzen Wächter? Die Unterstädter glauben, dass es eine Art Dämon ist, der tief unter Ark haust. Ich denke, diese Schreie, die man von Zeit zu Zeit hört, sind die Klänge unterirdischer Flüsse und Wasserfälle, die durch Schächte und Gänge nach oben dringen. Und wo viele Schächte sind? Ist viel Luft. Dann reichen die natürlichen Höhlen vielleicht noch viel tiefer als in die Unterstadt. In die Stadt der Tausend Fluten hinein. Oder das, was von ihr übrig ist. Alles, was wir tun müssen, ist einen brüchigen Punkt in der Wand finden. Mit etwas Glück kommen wir geradewegs in einen Schacht, der uns zum Herzen der Stadt führen kann. Dann brechen wir unverzüglich auf. Mit einer Armee dort unten anzurücken, macht keinen Sinn. Ich werde selbst hinabsteigen, mit dem Propheten. Und ihr, Scharim und Dalvarek, begleitet uns. Prophet, sprecht mit dem Erzmagister und lasst euch von ihm das Wort der Toten und die Kristallkapsel für den Numinos geben. Er ist am Leuchtfeuer. Sollten wir nicht etwas mehr Zeit in Planung investieren? Rüstet euch aus. Wir treffen uns am Tor zur Unterstadt. Also einen Tag für die Planung hätten wir bestimmt noch gehabt, oder? Wobei, da wir nicht wissen, was uns erwartet, was sollen wir da viel planen? Ein paar Vorräte sollten wir mitnehmen. Alles Mögliche, was Licht macht. Uns gut ausrüsten. Und dann ab dafür. Wenn man nicht weiß, was einen erwartet, kann man recht wenig planen. Gut. Der hat doch bestimmt auch noch irgendeinen interessanten Tipp für uns. Irgendeinen Hinweis. Das sieht schon cool aus. Aber irgendwie auch farblos, gefährlich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, ihr seid doch... Ach, egal. Wie kann ich euch helfen? Ich suche den Erzmagister. Er sollte eigentlich hier sein. Stimmt, war er auch. Aber er ist schnell etwas holen gegangen. Wartet doch einfach so lange hier. Warum ist sie so nervös? Ich muss sagen, dass es eine große Ehre ist, euch endlich von Angesicht zu Angesicht sprechen zu können. Anfangs dachte ich, die Erhebung eines Fremdländers zum Hüter sei eine Sünde. Aber jetzt... Ach, ich danke Malphas oder wer auch immer euch geschickt hat, dass er es getan hat. Wir sind euch eine Menge schuldig. Wirklich. Ich tue, was ich kann. Und bescheiden seid ihr auch noch. Sagt, darf ich euch etwas fragen? Was? Das Leuchtfeuer. Meint ihr wirklich, es wird funktionieren? Ich meine, ich bin nur eine Novizin. Aber wenn es die Hohen wirklich verbannen kann, wieso haben die Pyreer sich dann damit nicht retten können? Ich verstehe das einfach nicht. Da seid ihr nicht allein.
Aber wir haben nicht gerade viele andere Optionen. Wisst ihr, ich habe vor kurzem jemanden verloren. Es war Ninerimesen, unter dem Befehl dieses Schlechters Koarek. Meine Familie hatte einen kleinen Hof an der Küste. Und als die ersten Schiffe gelandet sind, bin ich zu ihnen geritten, um sie in die Stadt zu bringen. In Sicherheit eben. Was ist passiert? Ich... Verzeiht mir, das ist nicht einfach. Unser Haus liegt auf einer kleinen Klippe nahe der Bauernküste, ein paar Meilen hinter dem Kornhof. Ich hatte schon von Anfang an so ein seltsames Gefühl im Magen. Aber als ich dann diese Rauchsäule aus der Ferne gesehen habe und diesen Geruch... Einen Geruch? Ja. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Er war einfach überall. Ich bin schneller und schneller geritten. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass das Haus brannte und gleich daneben auf dem Hügel drei brennende Kreuze standen. Meine Mutter, mein Vater und meine kleine Schwester, sie... Sie lebten noch, wisst ihr? Und ich stand da und ich konnte nichts tun, versteht ihr? Nichts! Und es ist egal, wie ich es drehe und wende. Es läuft auf eines hinaus. Ich war einfach zu schwach. Ich war zu spät. Und ich war zu schwach. Euch wäre das nicht passiert, nicht wahr? Ihr hättet etwas tun können, oder? Ihr hättet sie retten können, so wie ihr uns retten werdet. Wenn ich doch einfach nur mehr wie ihr wäre, dann... Euer Fleisch. Ja, das ist es. Oh nein. Ich brauche einfach nur ein Stück von eurem Fleisch. Dann würde so etwas nie wieder passieren. Bleibt, wo ihr seid. Aber wieso? Ist das denn so schwer zu verstehen? Ich will ja nicht viel, nur ein kleines bisschen. Aber ihr wollt nicht teilen. Das ist es doch, oder? Ihr wollt alles für euch, weil ihr eitel seid. Und in all eurer verdammten Eitelkeit kapiert ihr nicht einmal, wie aussichtslos diese ganze Sache doch eigentlich ist. Das Leuchtfeuer wird nicht brennen. Seht ihr es denn nicht? Tausende haben es vor euch versucht. Tausende, die genauso vermessen waren wie ihr und alle sind gescheitert. Wie hieß es so schön? Lasst euch doch einfach fallen! Denn das Licht wird euch ohnehin verbrennen. Es wird euch verschlingen, bis nichts mehr von euch übrig ist. Nichts mehr als verbranntes Fleisch. Schön knusprig und braun. Damit kennt ihr euch doch aus, oder etwa nicht? Prophet! What the fuck? Wir müssen sie aufhalten. Nicht, dass ich jetzt vom roten Wahnsinn befallen bin. Wo ist die Novizin hin? What the... Ektoplasma? Ein Skelett? Was zur Hölle? Was stimmt hier nicht? Das hat, also ich fand das schon komisch, dass sie da angefangen hat mit den drei brennenden Kreuzen. Das ist genau wie aus unseren Träumen. Ja, hier ist halt nichts passiert, ne? Hä, da bist du ja. Beim Namen der Sonne. Sie waren besessen? Aber wie ist das möglich? Ich dachte, der Siegelstein beschützt uns. Was hast du denn an? Und ja, ich dachte das auch. Scheinbar nicht. Was ist mit dem Leuchtfeuer? Natürlich, wartet. Oh. Hallo. Ich verstehe hier nichts mehr. Es qualmt! Der Schaden hält sich in Grenzen. Aber... Moment, was ist das für ein Lärm? Schlachtenlärm? Oh, beim Namen der Sonne. Ich glaube, das solltet ihr sehen.
Ich sehe nichts. Was zum Henker ist hier passiert? Und was ist das für ein Lärm? Die Nerimesen. Sie sind in der Stadt, die ganze Armee. Was? Nein! Das ist nicht möglich! Das ist nicht möglich! Und hier? Was hat dieses Blutbad zu bedeuten? Ich weiß es nicht, Großmeister. Die Hohen haben es irgendwie geschafft, diese Hüter hier zu übernehmen. Und sie wollten das Leuchtfeuer zerstören. Das ist gut. Was? Aber der Stein, das ist... Großmeister, ihr müsst das sehen. Was? Dass die Nerimesen in der Stadt sind? Das weiß ich bereits. Nein, wir wissen, wie sie es geschafft haben. Die Truchesse hat uns verraten. Was? Unfug. Nein, sie und fast ein Drittel unserer Leute. Sie sind Bartars Beispiel gefolgt. Kommt, hört es euch selbst an. Das ist doch nicht wahr. Wir haben die Tore des Tempels natürlich unverzüglich versiegeln lassen und Bogenschützen positioniert. Vorerst kommt hier keiner dieser nerinesischen Hunde hinein. Aber wir müssen ja in die Unterstadt. Auch wenn ich bezweifle, dass wir einen Kampf einlassen würden, den sie auch verlieren könnten. Gut gemacht. Wie, ich dachte, niemals hätte ich erwartet, dass sie uns verraten würde. Sie hat es überlebt. Komm, Marantia, ein bisschen zügiger. Augen auf, Verräterin. Was? Großmeister, ihr... Es tut mir so leid. Das hätte nicht so kommen sollen, wie... Ich... Beruhigt euch. Und erzählt, was geschehen ist. Die Truchessa, sie hat mit Korek Kontakt aufgenommen und ein Gespräch gefordert und... Das werden wir, wenn wir fertig sind. Fahrt fort. Die Truchessa hat sich also mit Korek getroffen. Was wollte sie? Sie bot ihm die Stadt an, wenn er als Gegenleistung niemanden töten würde. Sie hatte den... Diesen Stein, wisst ihr? Oh nein. Den Siegelstein, der uns vor den Hohen schützt. Korek hat eingewilligt. Als die Tore geöffnet waren, hat er... Alle töten lassen. Ja, er hat die Truchesser einfach, obwohl sie sich an die Vereinbarung gehalten hat. Und dann sind sie in die Stadt gestürmt und auch beim rechten Weg, was haben wir getan? Was haben wir nur getan? Bringt sie ins Lazarett. Ja, jawohl, Großmeister. Lerell, Jetta, bringt mir eine Trage, schnell. Wartet. Ihr müsst mir verzeihen. Wir wollten nur das Beste, versteht ihr? Lasst mich nicht als Wegelose sterben. Das... Bitte. Ich vergebe euch. Ja. Ja, Meister. Danke. Deswegen kamen die Hohen an die Leute ran, der Siegelstein war weg. Wie lauten eure Befehle, Großmeister? Wir sind nicht viele, aber wenn wir es geschickt anstellen, könnten wir die Nerimesen zurückdrängen. Könnten wir nicht. Hier oben haben wir gerade mal 5 Dutzend und die Nerimesen sind zu Tausenden. Und sowohl unser Brandöl als auch das Schwarzpulver befindet sich unten in der Kaserne. Dann ist der Krieg verloren. Was? Reißt euch zusammen, verdammt nochmal! Nichts ist verloren!
Alles, was wir tun müssen, ist die Nerimesen wieder aus der Stadt vertreiben. Wie genau sollen wir das tun? Indem wir die Feuerspucker mit Zuckerminze beladen und die Nerimesen mit Kräuterbällen beschießen? Ihr Elender! Ruhe! Merayil und Sharim haben recht. Ark ist verloren. Aber der Krieg gegen die Hohen nicht. Noch ist das Leuchtfeuer intakt. Und das wird es auch bleiben, solange wir den Tempel halten. Und alles, was uns nun noch fehlt, ist der Numinos. Wir werden das Leuchtfeuer entzünden. Und dann? Ich glaube nicht, dass Korek besänftigt abziehen wird, wenn wir die Hohen und damit seinen Aufstieg für immer unmöglich gemacht haben. Das wird er auch nicht. Und deshalb werden wir kapitulieren. Was? Es ist die einzige Möglichkeit. Wie ich der Truchessa sagte, diese Schlacht geht um mehr als nur um uns. Wenn wir uns hier und jetzt ergeben oder uns in dem Schlachtfeld dort unten töten lassen, wird Korek das Leuchtfeuer zerstören und die Läuterung geschehen lassen. Und dazu darf es nicht kommen. Deshalb werden wir den Numinos finden und das Leuchtfeuer entzünden und uns anschließend ergeben. Und was? Auf Gnade hoffen? Was Korek darunter versteht, hat er ja bereits demonstriert. Ich hoffe nicht auf Gnade. Wir werden sterben, aber es gibt keine Alternative. Korek ist nicht Manns genug, selbst an der Schlacht teilzunehmen. Und die einzigen, die wir dort unten töten würden, wären verblendete Infanteristen. Ihr Tod wäre so sinnlos wie dieser ganze Krieg. Sind die Hohen besiegt, können wir gehen. So einfach ist es. Aber nein, wir sind Krieger und wahre Krieger kämpfen. Das habt ihr wahre selbst... Wahre Krieger stellen Fragen. Wie die, wann aus dem Kampf für Ideale nichts als ein Kampf für seinen eigenen Stolz geworden ist. Das dort unten, Kommandantin, das sind nichts als verblendete Schlechter. Und wir sind mehr. Aber ich werde euch nicht aufhalten. Sobald das Leuchtfeuer entzündet ist, steht es euch allen frei zu gehen. Aber nun werdet ihr diesen Ort verteidigen, während wir den Numinos suchen und finden. Erzmagister, habt ihr das Wort der Toten? Ja, habe ich. Aber wie wollt ihr von hier aus in die Unterstadt gelangen? Das überlasst mir. Kommandantin, versammelt die verbleibenden Wächter. Ich werde eine Ansprache halten. Puh. Tja, er hat recht. Danach noch sinnlos bis zum Tod zu kämpfen, wäre auch nichts. Am besten wäre es eigentlich, Selbstmord zu begehen. Damit würde man die verblendeten Infanteristen, wie er sie genannt hat, am Leben lassen, die ja eigentlich nichts dafür können. Die es ja auch nicht besser wissen. Wir wissen ja auch nicht, ob das, was wir hier tun, hundertprozentig richtig ist. Und wenn wir Selbstmord begehen, dann können wir auch nicht mehr gefoltert werden. Das einzige Ziel, das wir jetzt noch haben, ist, den Numinos zu finden, das Leuchtfeuer zu aktivieren und zu hoffen, dass es das Richtige ist. Ihr alle wisst, was geschehen ist. Wir wurden verraten von unseren eigenen Brüdern und Schwestern. Noch während ich spreche, herrscht dort unten Krieg. Der Hass der Nerimesen richtet sich nicht nur auf uns. Sie töten alle, weil wir in ihren Augen verblendet sind. Und egal, was wir tun, wir werden sie nicht aufhalten können. Ich weiß, was ihr nun fühlt. Ihr fühlt Wut auf sie und auf die in unseren Reihen, die uns das angetan haben. Aber damit tut ihr ihnen Unrecht, denn sie wollten uns beschützen bis zum bitteren Ende. Selbst Korek und seine Soldaten sind frei von Schuld. Ja, sie mögen kurzsichtig und verblendet sein, aber auch sie taten das, was sie für das Richtige hielten. Falls etwas wie Schuld existiert, dann trifft sie einzig und allein die Hohen. Sie, Brüder und Schwestern, sie sind es, die all das zu verantworten haben. Sie haben weder Mitgefühl noch Verstand und ihr einziger Daseinszweck ist unsere Vernichtung. Sie sind Feiglinge, die uns aus dem Verborgenen gegeneinander ausspielen wie Marionetten. Und sie glauben, dass sie uns in die Knie zwingen können wie all die anderen. Aber das wird ihnen nicht gelingen, weil wir noch hier sind. Wir sind noch hier und wir werden uns nicht brechen lassen. Und wir haben das Leuchtfeuer, das einzige, das imstande ist, diesen Wahnsinn zu beenden.
Und genau das werden wir tun. Danach steht es euch frei zu gehen. Flieht, kämpft, tut, was ihr für richtig haltet. Ich selbst werde mich ergeben, weil jeder vergossene Blutstropfen, wenn die Hohen besiegt sind, hinfällig wäre. Und selbst wenn die Nerimesen mich töten, wird mein Tod ein Zeichen sein. Und zwar eines, das Korek nie verstehen wird. Nämlich, dass aus Hass nur Hass entwächst. Das ist es, was uns die Geschichte der Menschheit lehrt und was die Hohen stark macht. Steht bei mir, wenn der Moment gekommen ist oder geht. Aber bis dahin kämpft und ehrt all die, die bereits ihr Leben lassen mussten. Ja! Das ist doch alles Wahnsinn. Nichts als Wahnsinn. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakam. Puh. Dann werden wir uns auch ergeben. Werden das Leuchtfeuer entzünden und uns ergeben. Oder uns aus der Stadt schleichen. Mal gucken. Wir sollen uns mit dir treffen beim Emporium. Wo gehst du lang? Ist hier ein Eingang? Oh, tatsächlich. Aber wie kommen wir jetzt wirklich in die Unterstadt? Also mal ehrlich, das ist... Wir müssten durch die halbe Stadt. Ich kann mit niemandem mehr sprechen. Hat er hier irgendwelche Geheimgänge? Ein Teleporter? Unsichtbarkeitstränke? Die würde ich ungern einsetzen, wenn wir mal darüber nachdenken, was dieser Schwarzgewandete so kann. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich hoffe, ihr behaltet recht und diese Maschine kann uns tatsächlich helfen. Ich hoffe es wirklich. Oh, mein Lieber, das tun wir alle. Und uns bleibt auch nichts anderes übrig, als zu hoffen. So, mal gucken, was er uns jetzt im Privaten noch zu erzählen hat. Da geht sie dahin. 4000 Jahre. Und nun steht sie in Flammen. Es ist ein Trauerspiel. Ihr habt gesagt, dass wir den Nominus finden werden. Aber wie sollen wir mit all den Nerimesen am Eingang dieser Stadt der 1000 Fluten kommen? Es gibt einen anderen Weg. Ihr wisst vermutlich, dass der Orden nie stolz auf die Unterstadt war. Und vielleicht wisst ihr auch, dass der Orden und die Ralata eine Abmachung haben. Sie herrscht unten und wir oben. Tatsächlich ist das aber nur die halbe Wahrheit. Der Orden hat die Zügel nie ganz aus den Händen gegeben. Es gibt eine Sicherheitsvorkehrung. Für den Fall, dass die Dinge außer Kontrolle geraten und die Unterstädter revoltieren. Sicherheitsvorkehrung? Ich kann mir schon denken, in welche Richtung das geht. Vermutlich. Ich mache es kurz. Es gibt ein Schachtsystem im Königsberg. Es wurde erbaut, um im Notfall Giftgas in das gesamte Höhlensystem der Unterstadt leiten zu können. Alter. Giftgas? Ja. Niemand würde entkommen. Und ihr wollt durch die Schächte hinabsteigen? Hinab und hinauf, ja. Die Nerimesen werden nichts bemerken. Wir steigen hinab... Wir finden den Nominos und wir entzünden das Leuchtfeuer. Dann, ihr wisst, wie es weitergeht. Zumindest für mich. Trefft Charim und mich, sobald ihr bereit seid, vor der Schatzkammer des Ordens. Und bringt den Söldner mit euch. Also... Wir treffen uns vor der versiegelten Tür. Oh, die revoltieren. Was nun? Leitet Giftgas in die Schächte. Das ist ja... Wie zu Hitlers Zeiten. Geht ja mal gar nicht. Widerlich. Aber da es nie eingesetzt wurde, ist ja noch alles gut gegangen. Giftgas. Hunderte Menschen töten in der Unterstadt mit Giftgas. Na,
Hm? Was wollt ihr? Ich kann nicht glauben. Ich will mit Jesper sprechen. Meister Bartar uns verraten haben soll. Vielleicht das letzte Mal, dass wir ein ruhiges Gespräch führen. Hallo, mein Freund. Na, was sprach der Großmeister? Es gibt ein Schachtsystem im Königsberg, über das im Notfall Giftgas in die Unterstadt hätte geleitet werden sollen. Wir können es nutzen, um hinabzusteigen. Giftgas. Na, wenn das nicht ein weiteres Beispiel für die unantastbare Heiligkeit des Ordens ist. Aber schön, ein Weg ist besser als keiner. Ich, hätte noch eine Frage, bevor wir gehen. Wenn alles so klappt, wie der Großmeister es sich vorstellt, willst du dich wirklich ergeben? Ja, das Zeichen setzen ist ja schon eine schöne Sache. An sich. Aber was für ein Zeichen würde es denn setzen? Der Großmeister wird sich schon ergeben. Allein das wird schon ein Zeichen setzen. Aber dann alle, dass wir da rausschreiten und uns hinrichten lassen, nachdem wir das Leuchtfeuer entzündet haben, bringt nichts. Man sollte dann doch noch das Leben auskosten, oder? Das, was man noch hat. Nicht einfach gehen und sterben. Wenn es keinen Ausweg gibt, werde ich nicht kämpfen. Ich werde ein Zeichen setzen und sterben. Wenn es aber einen Ausweg gibt, ohne die Nerimesen zu töten, so werde ich diesen Ausweg ergreifen und gehen. Wobei, das ist auch eigentlich ungerecht gegenüber Arantia. Schwierig. Aber wir haben schon so viel getan. Werden wir das jetzt auch noch tun? Für ein vielleicht können wir ein Zeichen setzen? Für wen? Für wen können wir da ein Zeichen setzen? Was würde es bringen, wenn wir da als Märtyrer sterben? Wir sind Menschen. Wir werden um unser Überleben kämpfen. Wenn es einen Weg gibt, das ganze Leben zu überstehen, würde ich es darauf ankommen lassen. Zeichen setzen hin oder her. Freut mich, dass du das so siehst. Naja, ich gehe dann schon mal vor. Erledige noch, was du zu erledigen hast und komm dann einfach. Schön, dass er sich freut. Dass wir das so sehen. Also ich das so sehe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob wir jetzt ein Zeichen hätten setzen sollen oder nicht. Oder noch ein Zeichen setzen sollen oder nicht. Bin ich gespannt. Also es ergibt für mich einfach keinen Sinn, mich da Prophet, zu opfern. Wir werden hier tun, was um wir möglicherweise können, ein Zeichen zu setzen. Wer weiß, was die Nerimesen sich einfallen lassen werden. Wir wollten das Leuchtfeuer entzünden. Sobald es entzündet ist, sind die Hohen aufgehalten. Ich werde dann nicht noch Selbstmord begehen, sozusagen. Ich werde danach versuchen, noch die Welt, die geblieben ist, zu genießen. Und das Leben. Das sollte jeder dann frei entscheiden. Die Wahl haben wir ja. Natürlich tut es mir für Arantia dann leid, aber er hat nun mal jetzt seine Prinzipien, denen er folgen möchte.
Wenn ich jetzt noch krank werde. Bin ich eigentlich krank? Wo konnte ich es denn nachgucken? K? P, 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 hier? Nö, nur das seltsame Fieber, was noch da ist. Und das auf einer recht... Moment mal. Wenn das das Ende ist, können wir noch einmal das Arkanistenfieber auf Null senken. Giftgastunnel. Der Orden der Götter ist wirklich kreativ, Arantea. Ist meine Hochachtung. Sie sind da. Kommt. Kreativ, ja. Oh, der hat zwei Hände. Warum das plötzlich? Interessantes Schloss. Es reagiert nur auf das Schwert des Großmeisters. Folgt mir. Arantea, wenn das nur darauf reagiert und das hinter uns zugeht und du stirbst da unten möglicherweise, falls irgendwas passiert. Oh je. Ich gehe einfach vor. Ich habe zwar kein Licht, aber ich gehe einfach vor. Wobei ja der mit dem Licht gar nicht vorgehen sollte. Eigentlich ist es am besten, wenn der mit dem Licht ganz hinten geht. Damit die, die hinter dem mit dem Licht sind, nicht geblendet werden. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Nee. Was sind denn das schon wieder für Viecher? Warum sind hier unten Kristallgeister? Arante. Okay. Das sind ziemlich große Schächte, mein Lieber. Ich habe eigentlich erwartet, wir werden jetzt so durch enge Gänge kriechen. Die drei Schleusen dort oben enthalten die Sternlingsmaschinen für das Giftgas. Wir öffnen aber nur das Gatter zum Tunnel. Wir könnten jetzt noch einen Erinnerungspunkt ausgeben, allerdings wüsste ich nicht wo. Für das Meisterschloss. Yay. Ja. Haben wir noch Eispranken? Nö. Wie viele Ausgänge gibt es? Die eine Schleuse hätte für das Gift nicht ausgereicht. Hätte es nicht, nein. Insgesamt gibt es 8 Ausgänge in die Unterstadt. Wir werden den am Marktplatz benutzen. Laut Mirajil befindet sich dort ein geeigneter Eingangspunkt zur... Entschuldigung. Der Pyrea. Ich dachte, er spricht weiter. Habe ich vergessen. Oh je. Ich fände es prima, wenn der Großmeister weiterlaufen würde und ich ständig stehen... Ach, meine Güte. Moment, Moment. Ist der verboten, der Tunnel? Warum ist der verboten? Okay, gut, da kommt Giftgas durch. Apropos, ich muss noch was zum Mittagessen. Ja, ich weiß, wie kommt der Mann jetzt von Giftgas auf Mittagessen? Weiß ich selbst nicht. Vielleicht, weil ich gerade so ein bisschen Hunger bekomme. Das ist doch eine dieser Kugeln. Hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, das ist irgend so ein... so eine schwarze Kreatur aus Nebel, die da rumfliegt. Nee, ist nur ein Schatten. Irrlichter. Ein Ahnengeist. Na, was soll's. Geronimo! Du wirst hier gar nichts veranstalten, meine Liebe. Wo sind sie denn noch? What the fuck? Was war das denn? Charim! Das will ich auch. Hier, das hat mich verwirrt, weil es in der Luft rumschwebte. Schwahebte. Ist hier unten noch was? Nope. Wenn ich jetzt hier nicht rauskomme. Nicht euer Ernst. Jetzt. Auge des Sturms ist auch schon ziemlich krass. Da könnte Charim mit Blitze schleudern, wie er wollte. Ich hätte 18 Sekunden Zeit, ihn... Nee, 12 Sekunden? 16 Sekunden? Einige Sekunden Zeit, ihn kaputt zu hauen. Jetzt hat er das Blöde hier als, Assassine.
dass die Kollegen nicht schleichen können. Und die Aufmerksamkeit der ganzen Leute auf mich. Und damit auch auf mich. Bogenschütze! Au. In diesem Spiel ist man auch so agil wie ein Stein. Das finde ich ein bisschen schade. Ich wünsche mir irgendwann mal ein Rollenspiel, so wie Enderal. Nicht wie Skyrim, wie Enderal. Von der Story und allem. Mit einem sehr, sehr geilen Kampfsystem. Sehr intuitiv, sehr schnell. Wo man aber auch merkt, dass das Leveln einen guten Einfluss hat. Mit so coolen Fähigkeiten wie in Enderal. Das hätte schon was. Aber nichts, was die Stimmung kaputt machen würde mit zu vielen Effekten. Und natürlich müsste alles einwandfrei funktionieren, so wie Geisterlauf. Es ja nicht tut. Das wäre nicht schlecht. Sind die auch in der Unterstadt? Na gut, verwunderlich wär's nicht. Sie sind direkt hinter der Wand. Schari. Werden wir. Die Gegend am besten, Prophet. Geht vor. Ja, ich verstehe schon. Noch ein Besessener, ein Plünderer. Wir kämpfen Besessene und Plünderer zusammen. Gegeneinander. Hört sich eigentlich eher langweilig an. Das ist schon alles? Wer ist hier nicht raus? Die halten alle ziemlich gut was aus. Ich werde mal einen Käse essen. Das würde uns ja, glaube ich, also Käserad. Das würde uns die ganze Zeit hier unten versorgen. Während wir nicht kämpfen. Und ich werde mal wieder schleichen. Und ich werde jetzt Zeit. Noch ein Götzenkram. Ja, yeah. Könntest du aufhören, Blitz zu schleudern? Gebt mir eine Sekunde! Das sind jetzt ziemlich viele. Klingentanz dürfte aktiviert sein. Nee, muss ich extra aktivieren. Kampfhaltung dürfte aktiviert sein. Hast du noch nicht genug? Entschuldigung, Espa, Entschuldigung. Na komm schon. Noch einer. Den hatte ich doch schon fast tot, Jungs. Alles muss man selber machen. Die halten meinen Schleichangriff mit dem Dolch aus. Respekt. Schweinehunde. Elende Schweinehunde. Aber das ist doch Irrsinn. Unser Glaube ist friedlich. Ah ja? Und die Lichtgestalt, die Malphas war, wandte sich ab und reckte die Hände gen Himmel und tausende von Blitzen schossen herab. Mit lautem Krachen zerschlugen sie die armselige Hütte von Selna und Ketaron und sie zerschlugen die elendige Stadt um sie herum. Warte mal eine Sekunde. Ich will mal was probieren. Ja, sogar jene, die trotz der Offenbarung der Lichtgeborenen noch zweifelten und deren Seelen verdorben waren, zerschlugen sie. Der Geruch von Qualm und Asche erfüllte die Luft. Qualm und Asche für die Ungläubigen. Klingt nicht sonderlich friedlich, findet ihr nicht? Aber... Lass es sein, Freier. Sie haben ihr Urteil schon gefällt. Weise Worte, alter Mann.